Wie viel Namen musst du eigentlich merken? Wir haben die von deiner Familie. und dann, ich meine, jede Kuh, die in ihrem Stall hat, hat einen Namen, oder? Ja, alle Kühe und alle Kälber. Ja, das sind unsere Zuchtstiere. Das ist eigentlich das Ziel unserer Zucht, um gute Stiere und gute Kühe zu züchten. Mhm. Und das ist natürlich schon ein bisschen stolz, wenn man einen schönen Stier züchtet und den dann nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren auf den Markt bringen kann und gut verkaufen. Und die habe ich hier im Sommer. Im Sommer sind alle Kühe auf der Alp, habe ich eigentlich kein Tier daheim. Und das ist für mich auch noch schön, um auch noch Tier daheim auch in der Nähe. Mhm. Aber es gibt auch mehr Arbeit, oder? Es gibt mehr Arbeit, ja. Ist schon intensiv, die ganze Zucht. Und ihr habt ja etwas ganz Spezielles. Erzähl mal, was ihr macht oder was ihr anders macht im Vergleich zu anderen. Als zu anderen. Es gibt noch mehr, die das machen. Aber wir machen halt. Wir machen Mutterkuhhaltung wie viele andere auch, aber wir machen auch noch Zucht. Und von Zucht redet man meistens in der Milchviehhaltung, dort, was melken. Und in der Mutterkuhhaltung ist die Zucht nicht so hoch. Da kann man irgendein Tier nehmen. Aber wenn man züchtet, hat man natürlich eigentlich vielfach noch bessere Kühe. Es gibt auch andere Betriebe, die auch gute Kühe haben, aber dann hat man, natürlich kann man die Fehler ausmerzen von den Kühen und kann gute Eigenschaften behalten, dass man immer auf einem guten Stand ist mit den Tieren. Also eher eine reinrassige Limousin, oder? Ja. Und das ist so das, was ich merke, die meisten ihre Kreuzungen, F1 und, ja, genau. Und so. Und ihr sind von Anfang an auf die Reinrassigkeit, die ihr gesetzt habt, oder? Ja, also meine Eltern schon vor über 20 Jahren, ja, die importiert und sind wir heute noch da. Ja, mit denen. Würdest du das gleich machen, wenn du zurückschaust? Ja, im Moment bin ich zufrieden so mit der Limousin. Also ich würde sie nicht weggeben, sie haben für mich einen hohen Wert. Das ist damals zu Zeit eben vor 20 Jahren, wo das dein Vater, deine Eltern importierten. Das war sehr innovativ für diese Zeit, oder? Ja. haben da die anderen Leute im Dorf den Kopf geschüttelt? Ich weiß jetzt zu wenig, aber ich war halt 5 hier, oder noch jünger. Aber was ich weiß, ist, viele Bauern. Dort war natürlich Milchviehhaltung im Vordergrund. Und dort ist immer eine Kuh, die einen grossen Sutter haben muss. Und sonst das andere ist nicht so wichtig. Und dann sind sie natürlich mit den Limousin gekommen. Und die hatten ein grosses Vödli und ein kleines Sutter. Also haben sie sicher auch gewitzelt und mit dem Finger gezeigt. Ja. Ja, cool. Jetzt habe ich gemerkt, das ist ein neues Hobby. Du bist noch ein Hühnerzüchter geworden. Ja, das ist das Hobby von meiner Familie. Ja.